Ja, hallo. Wir kommen zum Teil 2 des Vortrags über Hochbegabung und ADHS. In diesem Teil geht es um den Umgang mit ADHS und um die Behandlung und Förderung. Der Vortrag gliedert sich in 4 Teile. Und zwar einmal geht es um die multimodale Therapie, im ersten Teil um die medikamentöse Behandlung, im zweiten Teil werden wir was über die kognitive Psychotherapie hören und im dritten Teil geht es darum, was die Eltern machen können, um ihrem Kind zu helfen. Und im vierten Teil kommen wir dann zu pädagogischen Maßnahmen wie schulische Hilfestellungen und was man noch so machen kann. Fangen wir mal mit der multimodalen Therapie an. Sie gliedert sich in den Bereich einmal medizinische Therapie sowie die psychologische und pädagogische Therapie. Dann gibt es noch die kognitive Verhaltenstherapie. Diese macht aber erst Sinn, wenn tatsächlich eindosiert wurde. Und das geht über einen Zeitraum von einem Jahr so ungefähr vonstatten. In dieser Zeit werden sich dann auch viele Probleme von selber lösen. Der ADHSler muss sich erstmal an die neue Welt gewöhnen. Und die Medikation macht auch erst zur Psychotherapie fähig. Stimulantien stellen die Gehirnplastizität zum Beispiel erst wieder her und damit ermöglichen sie auch erst die Therapie. Dann werden wir noch zur pädagogischen Intervention kommen und die Behandlung von eventuellen Komorbiditäten findet in diesem Zeitraum dann auch statt. Die Komorbiditäten habe ich ja im letzten Vortrag einmal kurz angeschnitten, was es da noch für andere Störungsbilder gibt, die mit in das ADHS hineinfallen können oder in den Bereich der Hochbegabung. Und eine wichtige Sache in der Therapie ist es auch für die Eltern in Selbsthilfegruppen sich zu engagieren, um sich da austauschen zu können. Und dort findet man auch viele Tipps und Tricks und was man noch machen kann und Adressen, wo man sich noch hinwenden kann. Bei Fragen findet man da viele Antworten. Ja, dann gehen wir mal zur medikamentösen Behandlung über. Das Problem dabei ist es, dass es zu kontroverse Diskussionen geführt werden, was es betrifft, einem Kind mit ADHS Medikamente zu geben. Viele Eltern sind da verunsichert. Vor allen Dingen liegt das daran, dass gesagt wird, sie setzen ihr Kind unter Drogen. Das ist natürlich totaler Quatsch, das stimmt gar nicht. Dieser junge Mann, der hier zu sehen ist, der ist von seiner Mutter tatsächlich unter Drogen gesetzt worden, als Kind schon. Und mit 21 hat er dann, als er aus dem Gefängnis wieder rauskam und die Mutter eine Willkommensparty geschmissen hat, hat sie ihm 98% reines Heroin zukommen lassen, woran er dann an einer Überdosis gestorben ist mit 21 Jahren. Das ist übrigens der Bassist von der Punkrock-Gruppe Sex Pistols, bekannt als Sid Vicious. Ja, also Drogen, damit hat das Ganze nichts zu tun. Es sind Stimulantien, die eingesetzt werden. Mit Ritalin kann sich niemand einen Drogenrausch anfressen. Das würde auch niemand versuchen, der irgendwo nicht gerade einen IQ von unter 80 hat, weil das einfach unmöglich ist. Das zweite Problem, was bei einer Nichtbehandlung von ADHS mit Medikamenten betrifft, das ist, dass diese Nichtbehandlung dann chronischen Stress verursacht und dieser chronische Stress verursacht dauerhafte Schäden, physisch und psychisch. Und das durfte ich ja persönlich selber mit feststellen und erleben.
Mit 52 Jahren, also letztes Jahr, ist bei mir erst ADHS festgestellt worden. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon jeden Morgen 4 verschiedene Tabletten zu mir nehmen müssen. Hatte schon Burnout und war ein Jahr lang krankgeschrieben mit Stresskrankheit und habe eine ganze Menge an diesen dauerhaften Schäden feststellen dürfen. Und ich hatte es im ersten Vortrag gesagt, dass die Lebenserwartung kann bis 10 bis 15 Jahren bei Nichtbehandlung mit Medikamenten sinken. Mein Großvater beispielsweise ist mit 52 verstorben. Ob er ADHS hatte, weiß ich nicht. Aber das, fand ich, war dann schon noch genau der beste Zeitpunkt, dass es noch diagnostiziert wurde, bevor es sonst zu spät gewesen wäre. Ja, und wenn einem gesagt wird, sie setzen ihr Kind unter Drogen, das ist man würde einem Kind mit Beinbruch auch nicht sagen, du kriegst kein Schmerzmittel, weil es dein Bein ja nicht heilt. Man würde einem Kind bei einer Sehstörung auch nicht die Brille verweigern oder einem Diabetiker-Kind das Insulin verweigern. Und genau dasselbe ist es mit den Medikamenten. Sie stellen erst das Gleichgewicht bei den Neurotransmittern im Dopaminhaushalt her, sodass diese Reizüberflutung und der innere Stress tatsächlich weggehen, muss ich schon sagen. Das ist einfach eine wahnsinnige Erkenntnis für mich persönlich gewesen, dass man innerlich so ausgeglichen und ruhig sein kann und so ein Leben führen kann. Die Lebensqualität ist absolut gestiegen. Deshalb bin ich da auch ein ganz klarer Befürworter für Medikamente wie Methylphenidat oder Amphetamine. Ja, dann gibt es ein weiteres Problem, dass wir bei den ADHSlern 5-6% haben, die Non-Responder sind. Das bedeutet, sie reagieren nicht auf Methylphenidat. Das hat also keine Wirkung bei ihnen. Eine andere Gruppe von 10-20% an ADHSlern benötigt zudem eine vorsichtige Eindosierung in 2,5 Milligramm Schritten. Das ist das Problem, dass die Medikamente nur in 10 Milligramm Schritten hergestellt werden, also 20, 30, 40, 50 Milligramm. Und da die Zwischenschritte muss man dann selber dann sich eindosieren. Man kann diese Kapseln öffnen und das ist dann so weiße Perlchen drin. Ja, welche Medikamente werden eigentlich eingesetzt zur Behandlung von ADHS? Das sind zum einen Amphetamine und auf der anderen Seite Medikamente. Der Unterschied zwischen Amphetaminen und Medikamenten ist es, dass Medikamente langsam wirken, erst langsam aufgenommen werden und deutlich mehr Nebenwirkungen haben. Amphetamine sind Stimulantien, sie werden schnell aufgenommen, wirken schnell und haben wenig Nebenwirkungen. Und bei ADHS ist die wichtigste Akutmaßnahme Methylphenidat. Wir kommen einmal zur Übersicht, welche Medikamente normalerweise eingesetzt werden. Die bekanntesten sind das Ritalin, Concerta oder Medikinet. Das Methylphenidat führt bei 70-80% der Kinder zur Minderung der Unaufmerksamkeit und der Ruhelosigkeit. Und gleichzeitig sorgt es für eine deutliche Steigerung der Konzentrationsleistung. Dann haben wir noch Atomoxetin und Guafazin. Das sind Nicht-Stimulantien, sie fallen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz und wirken deutlich langsamer und haben auch nicht die Effektstärke wie Amphetamine. Amphetamine haben Effektstärken von 1,5 bei Elvanse bis 1,1 bei Ritalin, Concerta und so. Atomoxetin hat eine Effektstärke von 0,8 und Guanfazin 0,6.
Das Atom Oxytin entfaltet seine Wirkung erst, nachdem es 6 Wochen lang eingenommen worden ist. Das muss erst so einen Spiegel im Blut aufbauen. Das Problem dabei ist dann natürlich auch, dass dieser Zeitraum für die Eindosierung etwas schwierig ist. Das, die richtige Dosierung da dann zu finden. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Die Medikation verringert zudem die Suchtgefahr bei ADHS, besonders in der Jugend, in der Pubertät ist das ein nicht zu verkennender Sachverhalt. Stimulantien, da kann man sagen, je höher die Dosierung ist, desto stärker wird auch das limbische System, unter anderem die Amygdala, gehemmt. Das ist der Mandelkern. Und dieses verringert dann die Affekte und erhöht die Affektkontrolle. Die Amygdala, der Mandelkern, ist das im Gehirn, die Drüse im Gehirn, die für die Emotionen verantwortlich ist. Und das Problem ist, gerade in der Pubertät wird ja das Gehirn umgebaut und anders verschaltet, sage ich mal. Und ist die Amygdala vor allen Dingen das, worüber Kinder dann Entscheidungen treffen, was sie ganz bewusst wollen. Dieses Emotionale wird dann von ihnen besonders gesucht und sie steigern sich schnell in solche Sachen hinein, was emotional oder aufregend ist. Und also das, was sie innerlich besonders berührt und bewegt. Und das wird aktiv gesucht in dieser Zeit der Pubertät. Und gerade da kann man das, glaube ich, ganz gut dran beschreiben, wie wichtig es ist, dass Stimulantien auf dieses Organ wirken. Und zwar äußerst positiv. Ja, wir gehen jetzt mal über und kommen zur Eindosierung. Und zwar macht es keinen Sinn, so hoch zu dosieren, bis alle Symptome weg sind. Weil dann irgendwann, merken wir, kommt das Kind in den sogenannten Zombie-Modus. Und der ist dann so gekennzeichnet durch Emotionsarmut. Und das bedeutet, da ist eine Überdosierung vorhanden und da muss dann dringend wieder runter dosiert werden. Und zwar so niedrig wie möglich, dass die Symptome zum größten Teil weg sind. Die Symptome sollen nicht ganz verschwinden. Das ist nicht gut, dieser Zombie-Modus als Beispiel. Denn wir oder die Nicht-ADHSler haben in der Regel auch 2 bis 3 Symptome, die auch ADHSler haben, aber das ist dann noch im normalen Rahmen. Das heißt, ganz frei von Symptomen muss man nicht sein. Okay, dann gibt es noch ein anderes Problem, nämlich der weibliche Zyklus. Da kann es dann zu Schwankungen bei der Wirkung von Methylphenidat und Atomoxetin kommen. Das muss berücksichtigt werden. Es kann dann dadurch mal etwas stärker oder mal schwächer wirken. Das ist aber dann normal, sollte man wissen. Eine Mischmedikation empfiehlt es sich, wenn es Probleme gibt mit den Emotionen, mit Unausgeglichenheit, Stimmungslabilität, Empfindlichkeit durch Kränkungen oder Überreaktionen. Dann sollte man die zur Hälfte beispielsweise Ritalin nehmen und zur anderen Hälfte gegen Abend oder Nachmittag dann Atomoxetin nutzen, weil das dann auf diese Problematik besonders gut wirkt und auch ein harmonisches Leben auch abends nach der Schule und zu Hause dann ermöglicht. Atomoxetin ist ein reiner Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer und erhöht den Dopamingehalt im präfrontalen Kortex. Es erhöht deutlich die Lebensqualität und hilft in diesem Bereich als Mischmedikation beispielsweise. Ein Tipp, den man in der Zeit der Eindosierung durchführen sollte, ist, dass man da in der Zeit ein Tagebuch führt, vielleicht auch beide, Eltern und Kind,
und dass darin dann festgehalten wird, wie sich was verändert, wie sie sich fühlen, wie sie wirken und so weiter. Und eines der wichtigsten Hilfsmittel ist Sport. Sport ist 2/3 so wirksam wie Methylphenidat. Als zusätzliche Maßnahme zu der Medikation kommt Sport sogar auf eine Effektstärke von 2. Bestimmte Sportarten sind besser geeignet für ADHSler als andere. Dazu zählen in erster Linie die Kampfsportarten und auch das Yoga. Es geht da in beiden Arten darum, die Körperbeherrschung, die Koordination und dergleichen, Selbstbeherrschung, das alles zu trainieren. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass das dann auch den ADHSlern gut hilft und es ist körperlich auf jeden Fall auch sehr anspruchsvoll. Dann haben wir noch das Problem mit den Non-Respondern. 5-6% reagieren nicht auf Methylphenidat und Amphetamine. Und sie müssen dann auf andere Medikamente umsteigen. Aber da gibt es auch eine gute, vielfältige Übersicht, was gemacht werden kann, was genutzt werden kann, auf der Seite von adxs.org kann man da wirklich alles finden, was einen interessiert zu dem Thema. Eine Übersicht über die wichtigsten Medikamente werde ich jetzt hier im Folgenden einmal aufzeigen. Und zwar sehen wir hier die Medikamente, die Wirkdauer, wie sie wirken, welcher Wirkstoff zum Einsatz kommt und noch einmal zur Übersicht die Effektstärke. Das Ganze ist auch im Handout, was als Datei zur Verfügung steht, nachzulesen, nachzusehen. Und im Internet auf YouTube wird der Vortrag dann auch nochmal sich anzuschauen sein, wenn es von Interesse ist. Wir haben also hier Ritalin, das erste Mittel der Wahl. Die Wirkdauer, und das ist das Problem, liegt nur bei 6-8 Stunden. Für einen Schultag von 8 Stunden ist das dann schon ziemlich eng. Der Vorteil dieses Medikaments ist es, dass es eine sehr schnelle Wirkung hat und natürlich nicht abhängig macht. Der Nachteil ist es, wenn die Wirkung aufhört, kann es zum sogenannten Rebound-Effekt kommen. Das bedeutet, dann kommen die Symptome von ADHS einmal noch verstärkt wieder zurück zu erscheinen. Und das kann dann schon zu ganz schön herausfordernden Situationen für alle Beteiligten führen. Ja, da kann ich nur aus auch Lehrersicht sagen, da kann es dann im Mittags-Nachmittagsbereich zu Erscheinungen kommen bei ADHSlern, die dann echt schon bald filmreif sind. Das sind dann Zustände, in denen diese Kinder überhaupt nicht mehr beschulbar sind. Vor allen Dingen dann, wenn sie mittags dann ihre Tablette vergessen haben zu nehmen. Also das ist schon noch ein Hindernis, sage ich mal. Concerta ist da anders. Es wirkt bis zu 12 Stunden, hat auch eine schnelle Wirkung. Und der Rebound-Effekt kann dann nach 12 Stunden erst eintreten. Das ist dann auch möglich, aber in Mischmedikation mit Atomoxetin wäre das dann auch wieder so ein bisschen abzuwenden. Medikinet hat genauso eine schnelle Wirkung, macht auch nicht abhängig und nach 8 Stunden haben wir da auch wiederum das Problem, dass es zum Rebound-Effekt kommen kann. Das Mittel, was ich auch so in den einzelnen ADHS-Foren nachgelesen habe, was unter ADHS-Lern wohl am besten angekommen ist und am besten wirkte, das war das Lisdexamfetamin im Handelsnamen Elvanse. Wird es verschrieben. Die Wirkdauer, das hält so bis zu 10 Stunden an und es gibt keinen Rebound-Effekt. Das ist auf jeden Fall sehr gut, sehr positiv daran zu sehen und ich kann nur sagen, es ist eine Sache, die sehr harmonisch und weich wirkt. Ritalin hatte ich mal ausprobiert, nachdem es dann im Blut aufgenommen worden ist vom Körper, ist man schlagartig hell und wach und nimmt auf einmal die Welt komplett anders oder also
ganzheitlicher wahr, muss ich mal sagen. Und nicht so diese vielen einzelnen Details, die auf einen einströmen, sondern es macht wirklich dann ruhig und konzentriert. Es ist auf jeden Fall ein Mittel, das wirklich sehr gut wirkt. Das Elvanse wird leider meistens als letztes verschrieben. Bis vor ein paar Jahren wurde es nicht mal als Erstmedikation, durfte man es nicht mal verschrieben bekommen. Erst mussten die anderen Medikamente genommen werden. Aber es ist jetzt auch so, dass es auch als Erstmedikation verschrieben werden kann. Und für Kinder ist es auch geeignet und hat die höchste Effektstärke. Atomoxetin ist das Mittel, was in Stratera zu finden ist. Der Vorteil ist hier, dass es eine kontinuierliche Wirksamkeit hat, also 24 Stunden am Tag, wenn der Spiegel im Blut soweit erreicht ist, nach circa 6 Wochen. Und damit gibt es auch keinen Rebound-Effekt. Der Nachteil ist es, über diesen langen Zeitraum eben die Eindosierung vorzunehmen. Das gestaltet sich dann etwas schwieriger. Stratera, wie Guanfacin, ist ein Medikament und hat auch mehr Nebenwirkungen. Guanfacin, da ist genau dieselbe lange Wirksamkeit der große Vorteil. Es wirkt kontinuierlich, wenn der Spiegel erreicht ist und es gibt auch keinen Rebound-Effekt. Das, was problematisch ist bei diesem Mittel, ist es, dass es blutdrucksenkend wirkt. Das heißt, Kinder oder Jugendliche mit niedrigem Blutdruck, die sollten dann besser auf Elvanse oder Atomoxetin übergehen. Ja, das Atomoxetin wirkt zudem auch noch antidepressiv. Und beim Guanfacin ist es so, dass es dann auch die Impulskontrolle deutlich verbessert und die Aufmerksamkeit sowie die Leistung des Arbeitsgedächtnisses. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der kognitiven Verhaltenstherapie. Ein Teil der multimodalen Therapie ist die psychologische Intervention. Und zwar ist die Zielsetzung der kognitiven Verhaltenstherapie, dass der ADHS-Betroffene den Umgang mit der ADHS-Problematik lernt und es trainieren kann. Und zwar gibt es da verschiedene Module, wodurch das trainiert werden kann. Da gehe ich später drauf ein. Dann setzt sich diese Verhaltenstherapie auch aus dem Elterntraining noch zusammen. Dort geht es vor allen Dingen darum, feste Regeln und Strukturen aufzubauen, was einem ADHS-Betroffenen besonders hilft. In einem weiteren Teil geht es um schulische Maßnahmen. Da sollen vor allen Dingen auch die Lehrer und Erzieher über die ADHS beraten werden und hilfreiche Methoden zur Verfügung gestellt bekommen, wie beispielsweise Verstärkersysteme, Ansprache, wie spreche ich das Kind an, kleinschrittige Ziele setzen und so weiter. Kommen wir später drauf. Dann kommt noch der Teil der Persönlichkeitsentwicklung für das Kind dazu. Das ist ganz wichtig, denn diese ADHS-Kinder haben in ihrem Leben immer nur mitbekommen, sie machen alles falsch. Zappel nicht rum, setz dich hin, sei ruhig, ruf nicht rein, melde dich, turn nicht so rum und so weiter. Alles immer nur negativ, negativ. Und deswegen muss dieses brüchige Selbstwertgefühl erstmal aufgebaut werden. Und dann wird auch eine Verbesserung der Selbststeuerung durch spezielles Coaching trainiert. Dann gibt es noch Selbstinstruktionstraining oder eben auch Selbstmanagement-Therapie. Da kommen wir auch noch mal etwas genauer dazu später. Die multimodale Behandlungsprogramme sind sehr gut. Da gibt es das TOP bzw. dann noch das Marburger Konzentrationstraining oder das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Laut. Diese Programme schauen wir uns jetzt mal im Folgenden genauer an. In der Praxis haben sich da vor allen Dingen das TOP bewährt.
Das ist das Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten. Das ist eine Zielgruppe im Alter von 3 bis 12 Jahren. Dieses Therapieprogramm ist der Standard in der Verhaltenstherapie von Kindern mit ADHS. Es baut sich in 21 modulartigen Bausteinen auf, die unter anderem auch die komorbiden Störungen beinhalten und aus denen eine individuell angepasste Therapie zusammengestellt werden kann. Das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Laut und Schlottke, das gilt ebenfalls als äußerst effektiv. Es ist auch aufgeteilt in Therapiebausteine, und zwar aus den wie Basisfertigkeiten zu erlernen, Strategietraining, Wissensvermittlung, das ist auch wichtig, weil vieles haben die Kinder in der Schule gar nicht mitbekommen und sehr viele Wissenslücken, die müssen geschlossen werden. Und soziale Kompetenzen werden trainiert und natürlich eben auch eine Elternanleitung gegeben, wie sie mit den Kindern gut umgehen können. ADHS in der Schule, das ist ein Übungsprogramm für Lehrer. Das habe ich mir auch zugelegt und durchgearbeitet. Das ist von Laut und Naumann. Darüber können Lehrer sich in der Schule fortbilden zu der Problematik ADHS. Es ist ein 14-stündiges Schulungsprogramm und gliedert sich in 7 verschiedene Bausteine. Da geht es dann im Allgemeinen auch wieder um die Information, was ist ADHS, strukturierende Maßnahmen, positive Verstärkungen und so weiter. Das, was hier auch in dem Vortrag mit einfließt. Dann gibt es noch das Programm Überaktive Kinder im Unterricht von Kovacek. Das soll dazu führen, dass die Selbstakzeptanz gefördert wird, die Selbstwahrnehmung der Kinder und Jugendlichen. Sensibilisierung wird dort auch als Baustein mit eingebracht und dann auch der Abbau irrationaler Gedanken. Nämlich dieses Negative, ich bin schlecht, wenn ich Fehler mache, ich bin dumm und so weiter. Und das wird ersetzt mit dem Aufbau dann rationaler Gedanken. Die Altersgruppe, auf die sich dieses Programm von Kovacek bezieht, ist 9 bis 16 Jahre. Es beinhaltet dann auch Verstärkerpläne, Strategien, was man machen kann, wenn man merkt, man kann nicht mehr, Timeout-Geschichte beispielsweise. Trainingshefte kann man führen, Entspannungsmethoden werden gelehrt und es ist ein sehr praxisnahes Training. Jetzt folgen nun einige Tipps und Tricks für den Alltag. Das Ganze fällt unter das Thema Psychoedukation der Eltern. Und da geht es vor allen Dingen darum, was können Eltern machen, um ihren Kindern da zu helfen und sie zu fördern. Zum einen, das Wichtigste überhaupt ist es, das Positive zu erkennen und zu fördern. Die Kinder sehen nämlich die Dinge häufig schwärzer, als sie sind. Da kann beispielsweise ein Sonnentagebuch helfen oder auch ein Wolkentagebuch. Diese werden aber auch nochmal in der Datei nochmal sich anzuschauen oder auszudrucken. Verhaltensbeobachtungen sollten durchgeführt werden bei Problemverhalten und dann sollten die Eltern lernen, mit logischen Konsequenzen zu reagieren, anstatt mit Strafen. Als Beispiel oder daran kann ich es mal ein bisschen verdeutlichen. Wenn das Kind morgens in den Kindergarten soll und es trotz Aufforderung sich nicht anzieht oder umzieht und rödelt und rödelt und man muss warten und hat Termine und muss selber zur Arbeit, das ist dann schon nervig, da nützt es nichts zu drohen oder so, mit Strafen zu drohen, sondern dann ist ein konsequentes Handeln wichtig. Dann setzt man das Kind ins Auto im Schlafanzug, bringt es in den Kindergarten und dann muss es halt mal im Schlafanzug
im Kindergarten den Tag verbringen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ganz schnell von Kindern zu lernen ist, wenn einfach logische Konsequenzen erfolgen. Dann sind natürlich auch Deeskalationstechniken ganz wichtig. Und zwar sollte man da dem Kind, wenn es so richtig in Rage ist, nicht direkt in die Augen sehen und die Stimme senken. Man sollte so einige Sachen auch vorher besprochen haben, dass das Kind dann auch eine Auszeit nehmen kann oder die Eltern durch ein bestimmtes Zeichen oder eine Abspracheregelung. Und manchmal helfen da auch ganz gut Ablenkungsmanöver. Einfach mal was zu machen, dass das Kind jetzt mal runterkommt von dem Ganzen. Ein bisschen albern sein, ein bisschen kitzeln oder was auch immer. Man hat da mit seinem Kind sicherlich einige Erfahrungen, was da helfen kann. Dann ist es ganz wichtig, Muss-Regeln festzulegen und die Kann-Regeln sollte man aushandeln mit dem Kind, das Kind mit einbeziehen und im gemeinschaftlichen Festlegen von Regeln das Ganze zum Beispiel in Familienkonferenzen durchführen. Man einigt sich auf das dringlichste Problem und sammelt Lösungsvorschläge in einer solchen Familienkonferenz. Alle Ideen werden angenommen und schriftlich festgehalten. Dann beginnt die Suche nach der besten Lösung, nach der Lösung, mit der alle gut leben können. So ein Prozess kann etwas länger dauern. Auch hier ist es wichtig, alle Meinungen und Einwände zu berücksichtigen, egal von wem sie stammen. Muss-Regeln sind nicht verhandelbar, die sind festgelegt. Um etwas auszuhandeln, kann man beispielsweise noch so das Token-System benutzen. Token ist ein altes Wort für Münzen, dass die Kinder bestimmte Münzen oder was auch immer sammeln, um dann am Ende etwas Nettes zu bekommen, wenn sie sich an die Regeln gehalten haben und dann genug Münzen gesammelt haben. Dazu findet sich auch in der Datei noch Näheres. Dann gibt es auch einen Regelfindungsbogen, den habe ich jetzt mal beispielsweise hier mit reingenommen und der auch in der Datei nochmal zu finden ist. Da wird die Familienregel aufgestellt, dann sollte darüber gesprochen werden, warum es wichtig ist und für wen die Regel gilt und welche positiven Konsequenzen bei Einhaltung dann der Fall sind. Da kann man beispielsweise das Tokensystem mit reinnehmen. Und negative Konsequenzen bei Regelbruch, was hat es für Folgen? Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen anderen Teil, nämlich zur Kommunikation mit dem ADHS-Kind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil ADHSler in der Kommunikation anders sind als andere Menschen. Sie brauchen wirkungsvolle Aufforderungen. Es hilft überhaupt nichts, irgendwo vage Formulierungen zu benutzen. Man sollte das Kind berühren, auf Augenhöhe gehen und dann ganz genau und vor allen Dingen auch kurz die Sachen formulieren. Also Eltern sollen nicht allgemeine Anweisungen geben, wie räum dein Zimmer auf, Punkt. Das ist zu ungenau, weil das Kind eventuell gar nicht weiß, was es jetzt genau da aufräumen soll. Das Gegenteil wäre natürlich zu viele Anweisungen. Und dann sollte man so lange beim Kind bleiben, bis es der Aufforderung auch nachgekommen ist. Wenn man aus dem Raum geht, also eine Anweisung gibt, aus dem Raum geht, dann hat das Kind das vielleicht irgendwie gehört, aber auch gleich wieder vergessen, weil es mit einer anderen Sache intensiver beschäftigt ist und kann es gar nicht so wahrnehmen. Dann sollte man die Aufforderung ganz in bestimmter Form vorbringen, also nicht in Frageform. Kannst du mal das Zimmer aufräumen? Da denkt das Kind, natürlich kann ich, ja, aber ja, warum fragt man mich das, warum, ob ich das kann? Ja, das sind so Sachen, das ist nicht genau und kurz und bestimmt formuliert.
Da muss man schon etwas genauer sagen. So, zuerst räumst du jetzt mal die Sachen auf deinem Schreibtisch auf. Wo gehört da was hin? Dann solltest du die Stifte da und dahin legen und das dahin. Und den Auftrag vom Kind nochmal wiederholen lassen, dass man weiß, dass es das auch wirklich verstanden hat. Die Kommunikation sollte man auch deutlich verbessern können. Da gibt es viele Tricks und Tipps. Das Wichtigste sind zum einen die Ich-Botschaften, dass man dem Kind signalisiert damit, dass das Kind okay ist, nur das Verhalten, was es da gerade an den Tag legt, dass das störend ist. Ja, dass man dem Kind sagt, ich mag dich und so, ich finde dich ganz toll. Aber jetzt würde ich das auch ganz gut finden, wenn du etwas mehr Ordnung hier reinbekommst, als Beispiel. Ne? Diese Unordnung stört mich. Dann sollte man keine self-fulfilling prophecies verwenden, also so Sachen wie immer vergisst du, immer verlierst du etwas, pass auf, dass das Glas nicht umstößt und so weiter. Dann passiert es doch auch gerade. Sondern das Ganze geht dann bei dem Kind so ins Unterbewusstsein, dass es gar keine Chance hat. Ich bin doof, ich bin vergesslich, ich kann das nicht, weil ich das ja immer mache. So wird es dem Kind dann ja auch mitgeteilt. Das sollte man auf keinen Fall machen. Eine weitere sehr wichtige und gute Kommunikationssache ist das aktive Zuhören. Da kann ich nur empfehlen, sich da auch mal ein bisschen einzulesen in diese Form, das in Kurzform mal erklärt. Es geht darum, dass man durch Mimik und durch Verbalisation dem Kind immer wieder signalisiert, dass man ihm zuhört, indem man mal sagt und aha und dann mal nachfragt, das Gesagte vielleicht selber auch nochmal wieder zusammenfasst, ob man es richtig verstanden hat. Und nochmal nach genaueren Details fragt zu bestimmten Dingen, was das Kind denn gerade so macht oder womit es sich beschäftigt, was es interessiert. Beispiele gibt es da genug. Das ist das aktive Zuhören. Dann sollten Spiel- und Spaßzeiten eingehalten werden oder sollten Rituale immer, also ritualisiert stattfinden. Und zwar zu bestimmten festen Terminen oder Zeiten. Die Routine hilft einem ADHS-Kind unglaublich. Es sollte also ein gewisser Tagesablauf und Wochenablauf vorhanden sein. Zur Kommunikation fällt mir noch ein, dieses aktive Zuhören. Ich kann mich selber noch als Kind, Grundschüler daran erinnern, wie ich meinem Vater mal von dem Megatherium erzählt habe, das Riesenfaultier aus der letzten Eiszeit. Da hatte mein Vater tatsächlich mal zugehört und immer wieder nachgefragt und großes Interesse bekundet. Und das fand ich so klasse, dass ich das bis heute immer noch in Erinnerung habe, aus ganz wenige Sachen, an die ich mich noch in meiner Kindheit so erinnern kann. Aber das gehört auch dazu. Also wirklich nochmal, diese Kommunikationsgeschichten sind ganz, ganz entscheidend wichtig. Wir kommen jetzt zu Teil 4 und damit zum letzten Teil. Da geht es um die pädagogischen Maßnahmen. Zum einen um bestimmte Therapiepläne. Und da kommen wir mal als erstes zu bestimmten Wenn-Dann-Plänen. Das heißt, wenn du dieses oder jenes bei dir oder Verhalten bei dir feststellst, was kannst du dann machen? Das sind so Strategien, die erlernt werden können. Ich nehme mal einfach ein Beispiel. Wenn du merkst, dass du total unruhig wirst oder so, dann vereinbaren wir eine Auszeit. Dann gibt es vielleicht ein Schlüsselwort oder im Unterricht wird die Hand gehoben und
der Lehrer weiß dann, dass das Kind jetzt mal eine Runde über den Schulhof rennen muss, als Beispiel, wenn dann Pläne, was kann ich machen. Dann setzen sich diese pädagogischen Maßnahmen noch aus dem Training der sozialen Kompetenzen zusammen. Soziales Training, soziale Kompetenzen so weit zu trainieren und aufzubauen, dass sie da sensibilisiert werden dafür, wie etwas wirkt, ihr Verhalten wirkt und wie es andere vielleicht auch belastet und wie man selber sich da besser dann unter Kontrolle kriegt und verhalten kann. Da fallen dann auch noch die Selbstmanagement-Strategien da rein, was den ADHS-Kindern besonders gut hilft. Das ist beispielsweise das Kanban-Board, was ich hier jetzt mal in einfacher Form vorstelle. Da hat man die To-Do-Liste auf der einen Seite, dann das, was gerade gemacht werden muss oder was jetzt im Arbeitsprozess gerade mit inbegriffen ist. Und wenn man das erledigt hat, verschiebt man das dann auf die Seite, wo man erledigte Sachen hinschieben kann, um zu sehen, was man für Fortschritte gemacht hat, was man alles geschafft hat am Tag. Man hat einen Überblick darüber, was zu tun ist, vielleicht auch die Termine noch mit da drin und weiß, was mache ich jetzt, was muss ich jetzt machen. Ich darf nicht zu viel in der Mitte haben, dass ich da mich nicht verzettel. Also eine sehr gute Sache. Das Kanban-Board sollte über dem Schreibtisch hängen. Es ist in der Regel so eine weiße Tafel, vielleicht auch dann noch mit mit Magneten zu belegen, dass man da die Zettel so rüberschieben kann und nicht kleben muss. Die fallen da gerne mal ab. Ansonsten habe ich auch selber ein Board entwickelt und also nach meinen, also optimiert nach dem, wie ich das für mich besser nutzen kann. Und zwar habe ich da in der linken Spalte, was ich heute erledigen muss und kann das dann abhaken mit so kleinen Kästchen dahinter. Das, was erledigt werden muss insgesamt, kommt dann und in der dritten Spalte habe ich dann die Termine, die ich noch machen möchte, was ich machen kann, aber jetzt nicht unbedingt muss, könnte auch möchte dahin. Und auf der ganz rechten Seite habe ich mir so eine Spalte mit den Terminen gemacht für den Monat, wichtige Termine, was so ansteht, wann was zu erledigen ist, dass man das auch immer im Blick hat und jeden Tag einmal, wenn man am Schreibtisch sitzt, drauf guckt und sofort weiß, aha, das und das steht an. Also eine sehr gute Sache. Dann finde ich auch gut, was hilfreich ist, das sind To-Do-Listen. Die gibt es als Apps fürs Handy. Wenn das Kind in dem Alter ist, dass es ein Handy besitzt, kann man das sehr gut verwenden. Und da kann man auch mit Prioritätenlisten arbeiten. Was ist wichtig? Was ist heute wichtig? Was muss getan werden? Was kann ich eventuell an andere weitergeben? Wo kann ich mir sonst noch Hilfe holen? Und ist etwas weniger wichtig? Was kann ich auch verschieben? Dann der Kalender, vielleicht auch ein Familienkalender, ist ganz wichtig, wo dann alle Termine sehr übersichtlich eingetragen werden, dass man das auch immer als Familie im Kopf hat, auch die Termine anderer dort sieht. Und Lernstrategien sind natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Sache, die die Kinder dann noch lernen müssen, um dann auch den Stoff nochmal ein bisschen aufzuholen und fit zu werden, wenn dieses ADHS dann kontrolliert ist, dass man dann auch schulisch wieder Spaß haben kann, indem man dann auch Leistungen wieder erbringen kann, die dann auch nicht mehr so frustrierend sind. Dann gibt es noch Selbstinstruktionsstrategien, beispielsweise durch Selbstverbalisation. Diese Strategien zielen darauf ab, die Eigenart des inneren Dialoges positiv zu beeinflussen. Das heißt also, es ist sowas wie die positive Psychologie. Das kann ich auch empfehlen. Ein Buch, das nennt sich Wie wir aufblühen. Und das beschäftigt sich mit der Glücksforschung und eben der Sache der positiven Psychologie. In der Psychologie werden die Dinge immer von der schlechten Seite angegangen. Was ist das Problem und wie kann ich mit dem Problem umgehen? Die
positive Psychologie macht es umgekehrt. Die sagt, was sind meine positiven Ziele und wie kann ich diese Ziele erreichen? Was hilft mir eben in diesen Bereich der Zufriedenheit oder des Glücks zu kommen? Da gibt es so ein Beispiel von dem, der das autogene Training begründet hat, erfunden hat. Das war ein Arzt in der Schweiz in einem Krankenhaus, das er geführt hatte. Und er ist angefangen oder dazu übergegangen, dem Patienten morgens, wenn er Visite machte, immer zu sagen, Sie sehen ja heute viel besser aus als gestern. Das sind so Sachen, dass die Patienten dann aufnehmen und wenn ihnen so etwas gesagt wird, dann bleibt das im Unterbewusstsein haften und diese Patienten sind dann deutlich signifikant schneller gesund geworden als andere Patienten, wo das nicht durchgeführt worden ist, in Kontrollgruppen beispielsweise. Der Arzt hat dann die Schwestern und Pfleger instruiert, das Ganze auch mit allen anderen Patienten so zu machen und musste feststellen, dass Heilungsraten drastisch schneller vonstatten gegangen sind und daraus wurde dann von ihm so der Grundstock für das autogene Training gelegt. Also Selbstverbalisation, ich mag mich, ich fühle mich gut, ich bin gut drauf, ich werde heute etwas Wunderbares erleben, das wird ein guter Tag, ich bin stark und gesund und mir geht es gut. Das ist also so ein Selbstinstruktionstraining, eine Strategie, die unheimlich hilfreich ist und sehr gut wirkt, sehr zu empfehlen. Die Trainings- und Therapieprogramme, die man da noch verwendet in der multimodalen Therapie, möchte ich jetzt einmal für den Alltag noch einmal zusammenfassen. Das sind Interventionen, die für ADHS-Kinder absolut entscheidend wichtig und hilfreich sind. Und zwar zusammenfassend sind das einmal die strukturierenden Maßnahmen. Das heißt maximale Strukturiertheit, maximale Disziplin und Konsequenz bei Sachen wie den Hausaufgaben, zu Bett gehen, dem Aufstehen, Vorbereitungen für die Schule, für Termine, während die Eltern telefonieren, wie das Kind sich da zu verhalten hat, wenn Besuch kommt, wenn man zu Besuch bei anderen ist, das An- und Ausziehen in der Hausarbeit, Spiel mit anderen und bei den gemeinsamen Mahlzeiten, das muss alles im Prinzip immer in gleichen Strukturen verlaufen, also so Routinen müssen da entwickelt werden, an die das Kind sich sehr gut halten kann. Ich kann mich noch selber an meine Kindheit erinnern, dass ich beispielsweise diese Routine hatte, um 4 Uhr wird Tee getrunken. Also meine Mutter kommt aus Friesland und da ist das Teetrinken ein Ritual, eine Zeremonie, die sehr ausgiebig durchgeführt wird von den Ostfriesen. Und dann gab es bei uns zu Hause immer den Ostfriesentee mit dem Sahnekännchen und den Klunches. Und ich bin dann jeden Tag um 4 zu Hause pünktlich zum Tee trinken gewesen. Das war so eine Geschichte, die meine Mutter und mein Vater dann immer gerne mal erzählt haben. Der Junge, egal was er macht, ob er irgendwo im Wald ist, ob er auf dem Spielplatz ist oder sonst wo ist, um 4 Uhr steht er auf der Matte zum Tee trinken. Das macht er immer so. Das mache ich bis heute noch so. Ja, ein geordneter Tagesablauf ist also sehr wichtig. Dazu gehört auch, dass die Kinder immer zur selben Zeit aufstehen. Egal, ob es Schule ist oder ob Ferien sind. Die Uhrzeit sollte immer gleich sein. Dann kommt das Kind mit ADHS auch deutlich besser zurecht. Und es sollten auch feste Termine für die Hausaufgaben da sein, zu einem festen Zeitpunkt. Das muss immer so sein. Das hilft den Kindern auf jeden Fall auch ungemein. Auf den Kalender bin ich vorhin schon eingegangen. Der ist dann auch verbindlich für die gesamte Familie.
Das Zimmer und der Arbeitsplatz, die müssen genauso klar und stark strukturiert sein und aufgeräumt sein. Der Schreibtisch sollte vor einer weißen Wand stehen, ohne Ablenkung. Eventuell mit dem Kanban-Board davor. Das gefällt mir persönlich ganz gut, dass ich immer dann alles, was noch anliegt, im Blick habe. Aber das muss jeder selber entscheiden. Und das Zimmer sollte dann, wo der Schreibtisch steht, nicht, der Schreibtisch sollte nicht vor einem offenen Fenster stehen, wo man rausgucken kann. Und die Fenster sollten links und rechts davon auch nicht so einsehbar sein, sondern das sollte schon noch so sein, dass der Schreibtisch in irgendeiner Ecke so steht, dass möglichst keine Ablenkung vorhanden ist. Ganz wichtig. Dann funktioniert das Arbeiten auch etwas besser. Und dann gibt es noch Tipps, um mit dem Kind gemeinsam so Regeln zu finden und Strukturierungspläne aufzustellen. Das sollte man mit dem Kind gemeinsam durchführen und an diesen Plänen zusammenarbeiten, dass das Kind da auch sieht, ist es mit einbezogen und hat da auch ein Mitspracherecht. Dann ist die Akzeptanz dieser Regeln auch deutlich größer. Dann sollte man noch die Selbstregulation fördern, mit dem Beispiel der Selbstinstruktion bei den Hausaufgaben, dass das Kind dann sich selber die Hausaufgaben mal erklärt, in welchen Schritten es so herangehen will und wie es das dann so lösen möchte, es so tun soll, als wenn es sich selbst unterrichtet. Weitere umfangreiche Tipps für die Hausaufgaben sind dann auch noch in dem Dokument zu finden, was runtergeladen werden kann. Als letztes möchte ich jetzt auch über einfache Hilfsmethoden sprechen und diese nochmal betonen. Ganz, ganz wichtig, viel Lob und Zuspruch. Das ist das, was die Kinder benötigen, um auch ihr Selbstwertgefühl aufbauen zu können und besser und sich angenommen fühlen und besser klarkommen. Dann das andere und das zweite und genauso wichtige ist es auch, Sport zu treiben. Da hat man festgestellt in Untersuchungen, dass nach intensivem Sport ADHSler sich deutlich besser konzentrieren können und auch sich besser selbst regulieren können. Bei den ADHS Kindern, die Sport treiben, tritt deutlich weniger Angst und Depression auf. Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass ein 30-minütiges Training auf dem Laufband eine hohe positive Wirksamkeit hat. Auch eine andere Untersuchung, da ging es um 26-minütiges aktives Sportprogramm vor dem Unterricht, zeigte ähnlich gute Resultate auf die Problematik des ADHS. Da weiß ich, dass ich ja sehr spät erst die Diagnose erhalten habe, habe ich das in meiner Kindheit und Jugend ja zufällig selber auch gemacht. Ich habe mit 11 Jahren Kampfsport angefangen und habe das über einen Zeitraum von 30 Jahren oder jetzt schon fast 40 Jahren habe ich Kampfsport betrieben und in jungen Jahren eben sehr intensiv. Das heißt, ich habe mich dann immer ausgepowert. Ich habe jeden Tag stundenlang trainiert und abends bin ich dann noch 10 Kilometer im Wechseltempo gelaufen, 7 Tage die Woche, mit Sprints zwischendurch und zum Schluss auch noch mit 5 Kilo Gewichten an den Beinen. Und zwar das Ganze dann auch noch unter 35 Minuten. Also mein ADHS ist ziemlich extrem gewesen, was leider nicht erkannt worden ist damals. Aber dieser Extremsport war das Einzige, was mir geholfen hat, runterzukommen, den Motor runterzufahren. Ja, dann werden wir mal schauen, dass was noch wichtig war, ist das Yoga. Ich habe da einen ehemaligen Schüler von mir, den ich da mal in diese Richtung so ein bisschen angestupst hatte, der, wie ich später erfahren habe, auch hochbegabt ist und auch ADHS hatte. Ich war damals sein Klassenlehrer, aber ich wurde dazu nicht darüber informiert. Über das ADHS wohl, aber nicht die Hochbegabung.
Jedenfalls hat der sein ADHS so weit im Griff. Er nimmt keine Medikamente, aber er betreibt halt sehr intensiv Yoga, ist selber Yogalehrer geworden und meditiert täglich und zwar ziemlich intensiv. Der braucht nichts anderes mehr. Der kommt klar. Gut, kann aber auch sein, dass er zu einem der wenigen gehört, wo das ADHS vielleicht im Erwachsenenalter dann doch tatsächlich so weit nachgelassen hat, dass es nicht mehr zu Beeinträchtigungen führte. Der letzte Punkt, der nochmal zu betonen ist, die Natur. Kinder mit ADHS müssen und sollten unbedingt raus in die Natur gehen. Ein Spaziergang von 20 Minuten im Park oder Wald oder wo auch immer in der Natur führt zur deutlichen Verbesserung von Leistungen. Das ADHS wird dadurch auch wieder etwas abgebaut. Das gibt viele Studien auch zu dem, wie Natur auf Menschen wirkt, vor allen Dingen auch auf die Genesung von Menschen. In Krankenhäusern beispielsweise wurde das mal untersucht. Die Patienten, die einen Blick aus dem Fenster auf eine strukturreiche Naturlandschaft hatten, sind deutlich früher gesund geworden als die Vergleichsgruppe, die vor ein Hochhaus oder eine Betonwand geguckt haben und keine Natur vor der Haustür hatten. Ja, für Fragen und Anregungen stehe ich dann natürlich auch gerne zur Verfügung. Damit sind wir am Ende des Vortrags. Ja, die Hunde freuen sich auch schon und wollen jetzt in der Natur bewegt werden. Sehr gut für mich und für die Hunde. Und die Informationen, die ich hier soweit gegeben habe, können dann über die Datei sich runtergeladen werden. Das sind 20 DIN A4 Seiten getippt, mit aber auch einigen Kopiervorlagen oder Bildern, die da nochmal genutzt werden können. Jetzt folgt einmal noch für die Absicherung das Literaturverzeichnis und der Bildnachweis. Und am Ende kommen noch einige Links, die sehr wichtig sind, wo man noch wirklich interessante Informationen findet. Wer es genauer ansehen will, muss einfach mal auf Pause drücken und kann sich das anschauen, was da in der Literaturliste zu sehen war. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Interesse.